Es kommt immer die stetige Frage letztendlich, wie das Holz verbrennt eigentlich und dass das so schön verbrennt. Und dazu haben wir ja einen Kamin. Thomas, kannst du mal ein bisschen was erklären dazu? Wir füllen da das Holz ein, schieben das nach, so schnell es geht. Ich darf mal lunzen, ja? Ja. Ah ja, okay, alles klar. Das rückt dann automatisch hinterher, oder? Das rückt durch die Verbrennung. Die Flamme entstehen hier. Schlaget von unten gegen die Platte, ja. Und das Abgas geht in den Koffer nach hinten durch und geht hier zum Kamin raus. Man sieht es jetzt ein bisschen, Rauch gibt es fast keiner, ja. Aber beim Anzünden wahrscheinlich. Beim Anzünden auf jeden Fall. Danach ist wie beim normalen Zuhause auch. Mit der Klappe oben kann man ein bisschen dazu steuern und somit auch die Temperatur. Ah ja, okay. Und da wird dann, wenn die Glut unter drinnen ist genug, dann machst du oben zu. Nee, das muss offen bleiben. Bleibt das, offen. Das, weil sonst stickt die Glut. Das große Problem ist immer, oder das große Manko ist immer, dass es heißt, man muss hier sehr viel reinigen beim Grillen. Und das ist anscheinend nicht der Fall. Thomas, erklär das mal bitte mal noch. Das Einzige, was man machen muss beim Grillen oder nach dem Grillen ist, man kann mit Speiseöl, ganz normalem herkömmlichem Speiseöl, die Platte betäufeln, mit der Spachtel die Grillrückstände abschaben und man kann sie da in ein Loch schieben, das ist von der Platte runter. Zeig mal das nochmal. Man kann es da in das Loch schieben. Jawohl. Und darunter ist ein kleiner Behälter, den man rausnehmen kann und spülen. Und dann kann man der Bratersaft und die Bratenrückstände und Grillrückstände kann man dann entsorgen. Und somit ist der Grill jedes Mal sauber gereinigt und alles liegt in dem unteren Teil drin. Richtig. Wenn das Grill dann abkühlt ist, kann man die Platte öffnen, das Teil rausnehmen und die Spülmaschine zum Reinigen geben. Und was macht man mit dem Rest? Entsorgen. So, jetzt haben wir schon mal einmal süß gegrillt und jetzt werden wir mal ein bisschen was Deftiges machen. Eberhard hat hier jetzt einen Gyros hergerichtet und erklärt vielleicht nochmal noch ein bisschen was dazu, wie er es hergerichtet hat und was man gemacht hat. Was brauchen wir denn eigentlich, um im Grillen irgendwas richtig Geschmäckliches herzukriegen? Also das ist jetzt die Schweinenacke, da wirklich in artgerechter Haltung aufgewachsen. Das ist halt nichts von dem Discounterfleisch, wo das Schweineleben lang eigentlich nur eingesperrt war. Das ist jetzt von der Metzgerei, zum Beispiel Metzgerei Reichenbach in Glottertal. Ich habe den Nacken in feine Stücke geschnitten, gewürzt. Nach einem griechischen Steil, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen mediterran. Und jetzt ziehen wir das einfach durch, bis die Zwiebeln schön braun werden. Also Platte multifunktional, da haben wir jetzt noch ein bisschen Gemüse mit drauf. Muss man jetzt, wenn man das eingelegt hat, noch ein bisschen stehen lassen, dass es zieht? Ja. Wie lange brauchen wir da etwa? 5 Minuten. Ah, okay.
So, jetzt kommt in die Platte richtig Leber rein, da kommt jetzt richtig Farbe dazu. Das Gyros haben wir jetzt drauf und wir sehen jetzt, jetzt machen wir Gemüse dazu. Ist das so richtig ausgedrückt? Genauso richtig. Einfach ein bisschen Grillgemüse dazu. Was haben wir als Grillgemüse? Was, Wir haben jetzt Zucchini, wir haben Paprika, wir haben Aubergine, wir haben Zwiebeln drin. Paprika in alle Farben, mal ein bisschen Tomate, leicht mariniert mit Sojasauce und dann wieder die Barbecue Coach wunderbar für Italien Liaison. Okay, aber das ist jetzt noch nie irgendwo auf dem Feuer gewesen. Ne, das ist jetzt richtige Rohkost. Ah, oh, Mensch, das ist jetzt schade, dass ich euch das nicht auf dem Video mit dem Geschmack machen kann. Ja, das ist ja auch. Also und dann erzählen. Gemüse jetzt eigentlich zum Durchgaren extra so ein bisschen an den Rand geschoben, dasselbe auch mit dem Gyros. Und werde es jetzt in der Mitte finalisieren, weil ich da mal hört, ein bisschen deutlich eine viel heißere Temperaturzone habe. Leiten wir mal ein bisschen rüber. Und so kann man das ja auch noch, wenn mal Leute satt sind, kann man so ein bisschen aus dem Feuer nehmen, genau, aus der Hitze nehmen und es brennt trotzdem nichts an. Das ist natürlich ein riesen Vorteil zum Rostgrill, dass man hier einfach richtig kochen kann. Das ist also wirklich klasse. Und im eigenen Saft garen kann. Ja, dann sind wir aber vom Grillen eigentlich schon weit weg. Sag ich jetzt als Griller. Dann sind wir schon wieder fast beim Kochen. Okay. Aber sind wir eigentlich in der heutigen Zeit nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen das Grillen eigentlich ein bisschen kulinarisch nach oben heben. Und drum auch solche Smoker und solche Feuergrille entwickeln, damit wir einfach variabler sind. Dann einigen wir uns auf den Ausdruck Outdoor Cooking. Outdoor Cooking, ja. Das ist okay. Da wären wir jetzt beim Crocodile Dandy. Etwa. Mit den Leguans. Ja, das haben wir bis jetzt noch keine. Gib mir einen Schaden, wenn du diesen nee, das ist so. Für mich noch besser. Wer möchte ein bisschen probieren? Ja. Nicht probieren kann ich. Bitte sehr. Haben Sie ein Problem, wenn Sie auf dem Video sind? Ich habe kein Problem. Nein, gut. Und wieder haben wir die Fütterung natürlich, wie üblich. Sieht ja hervorragend aus, Mensch. Das ist doch. Also. Und jetzt müsst ihr das wie bei den Kochprofis. Das, schmeckt aber wirklich lecker. Bitte schön. Und man muss natürlich eines klar sagen: er hat nicht einmal abgeschmeckt. Gell? Das muss man sehr. Oder hast du mal irgendwas probiert? Hast du schon probiert? Geht nichts raus, was ich nicht probiert habe. Okay.